Hallo zusammen. Wenn du bessere Fotos machen möchtest, dann brauchst du wahrscheinlich einen besseren Monitor. Nicht eine neue Kamera, nicht ein neues Objektiv, kein neues Blitzgerät, sondern einen besseren Monitor. Klammer auf, wenn du nicht schon einen sehr guten hast. Klammer zu. Warum das so ist, welchen ich mir ausgesucht habe, wie du selbst für dich Preis-Leistung und so weiter, worauf es beim guten Monitor als Fotograf ankommt und warum, erkläre ich in diesem Video. Kleine Geschichte zum Anfang. Ich habe angefangen zu fotografieren, als ich in der Schweiz war. Ich war wandern, dann habe ich halt immer mal wieder fotografiert. Entschuldigung, Nachbars Katze saß da gerade auf der Fensterbank. Grumpy the Cat. Jetzt ist sie weg. Die Geschichte zum Anfang. Ich war in der Schweiz, bin wandern gewesen, habe irgendwann angefangen zu fotografieren. Und ich war im richtigen Leben, bin ich ja eigentlich Softwareentwickler. Das heißt, ein guter Monitor, ein großer Monitor war schon immer wichtig für mich. Und ich habe mir dann irgendwann so einen Dell Ultra Sharp gekauft, einer der ersten, die halt so richtig groß waren. Ich glaube 30 oder sowas. Ich glaube 30 Zoll für über 1000 Euro. Das war sehr viel Geld für mich, das hat richtig wehgetan. Den habe ich fürs Programmieren halt, hat er mir wirklich genützt. Und fürs Fotografieren natürlich auch, das wirst du wahrscheinlich kennen: Photoshop, Lightroom und so weiter. Größerer Monitor macht alles einfacher. Und ich dachte, der wäre gut, weil der war ja teuer. So. Dann habe ich irgendwann angefangen, richtig zu fotografieren, auch Studiofotografie zu machen. Und vor allem habe ich gemacht Bewerbungsfotos, Mitarbeiterfotos. Jetzt stell dir vor, ich fotografiere 50 Leute und die sind nachher auf einer Webseite alle nebeneinander. Das heißt, ich mache die mit weißem Hintergrund. Und ich habe die Fotos nicht am selben Tag gemacht, an verschiedenen Tagen und so, eventuell sogar an verschiedenen Locations etc. Ist gar nicht so ganz einfach. Und dann soll der Hintergrund nicht ganz weiß sein im Sinne von ausgebrannt, sondern der soll weiß aussehen, so wie eine weiße Wand oder so. Aber dass man noch ein bisschen sieht, da ist ein Hintergrund, der ist nicht im leeren Raum. Und das habe ich also gemacht und eingestellt und ich habe es nie richtig hingekriegt. Das war immer das Problem. Wenn ich mir die Fotos auf dem Handy angeschaut habe, dann habe ich einen leichten Grauverlauf gesehen. Und der Kunde hat das teilweise auch gesehen, aber nur manchmal. Und dann habe ich mir das ins Büro geschickt, auf dem schlechten Monitor im Büro, da habe ich das auch ein bisschen gesehen. Also wirklich graue Haare. Ich habe da ewig rumgefummelt, dann habe ich angefangen, die Leute auszuschneiden im Photoshop. Riesig viel Arbeit. Boah, wirklich, also wirklich Nerven gekostet. Und ich habe es nicht verstanden, warum das manchmal so ist und warum ich das auf dem Monitor nicht sehe und verschiedene Helligkeiten, Monitor kalibriert etc. Alles nichts geholfen. So, Jahre später habe ich mir einen ISO gekauft, ISO-Monitor. Das ist so die quasi die Mercedes-Marke unter den Monitoren. Soll keine Werbung sein. Ich habe keinen Bezug zu denen und keinen Kontakt und kein Sponsoring und gar nichts. So, aber die machen einfach gute Monitore. 32 Zoll ISO, der war teurer als der Dell. Und nebeneinander, ja, Tag und Nacht. Sofort den Dell verkauft, nie wieder angemacht. Und nichts gegen Dell, ist halt ein altes Modell. Die neuen sind natürlich besser. Und das wäre meine Empfehlung. Probier das mal aus. Nimm mal ein weißes Bild, rein weißes Bild, fotografier die Tapete oder sowas, rein weiß. So. Und stell die Helligkeit ein bisschen hoch und tief, experimentier damit mal, sodass du das Gefühl hast, an deinem Monitor sieht das gleichmäßig aus. Ist der obere Rand von dem Bild genauso hell wie der untere oder in der Mitte ein bisschen heller oder so? Und wahrscheinlich wirst du sehen, es stimmt nicht ganz. Und wenn du das Bild aufs Handy lädst, weil Handys, wenn du aktuelles Handy hast oder ein iPad oder sowas, die haben halt sehr gute Monitore und sehr gleichmäßig. Da sieht man das. Auf dem Monitor sieht man das eventuell gar nicht so gut, aber auf dem iPhone sieht man es nachher, gerade auf dem iPad, wegen der Größe. So, und natürlich kannst du dir einen Kumpel suchen, der einen guten Monitor hat, oder du gehst mal zum Mediamarkt. Geh mal zum Mediamarkt und dann versuch mal einen Monitor zu finden, der sehr teuer ist und daneben einen, der sehr günstig ist und guck dasselbe Bild an. Vielleicht den Windows-Hintergrund oder sowas. Oder eine leere Word-Seite oder so, sodass du weiß hast. Und dann wirst du sehen, die sehen nicht gleich aus. Das hat einen Grund, warum der eine teurer ist. Man kann immer fragen, ist der doppelte Preis gerechtfertigt oder so. Ja. Aber auf jeden Fall wird der teure, wenn er gut ist, wird man es deutlich sehen. Das heißt, verschiedene Probleme, auf die ich jetzt ausführlich eingehen werde, aber wahrscheinlich kannst du deine Fotos gar nicht richtig beurteilen. Wenn du mir ein Foto schickst und denkst, das sieht gut aus, sehe ich das eventuell anders als du, weil mein Monitor viel besser ist. Und dann sehe ich Sachen, die du nicht siehst und bewerte das Foto anders als du. Und das ist ungerecht dir gegenüber, weil deine Qualität vom Foto her gut wäre, besser wäre vielleicht, als du sie selbst beurteilen kannst, weil du sie gar nicht richtig siehst. Wenn das Sinn macht. So, zweiter Punkt ist Farbraum. Das Problem ist, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich da bunte Blumen und so weiter, Himmel etc. Ich sehe sehr unterschiedliche Helligkeiten und sehr unterschiedliche Farben. Und die müssen irgendwie in Nullen und Einsen umgewandelt werden und die müssen irgendwie am Monitor dargestellt werden. Und im Druck nochmal wieder anders. Und dafür gibt es Farbräume. Und ein typischer Farbraum nennt sich sRGB. Das ist der in JPEGs drin ist. Egal, ob du in der Kamera ein Foto erstellst oder ob du das aus dem Lightroom oder Photoshop exportierst als JPEG, dann ist da normalerweise, muss nicht, aber normalerweise ist da sRGB drin.
Und das ist ein relativ kleiner Farbenraum, der aber für den Druck gut ist und für alte Monitore früher, als Monitore noch nicht so gut waren, war der auch völlig ausreichend. Das heißt, ein guter Monitor sollte mindestens sRGB, weil wenn du nicht sRGB hast, dann erzeugst du ein JPEG und siehst es am Monitor falsch oder angenähert, weil der kann gar nicht die Farben richtig darstellen. Und dann druckst du das Foto und dann sehen die Farben einfach ein bisschen komisch aus. Gerade wenn du es auf einem guten Monitor, auf einen schlechten Monitor anschaust und auf einen guten Drucker druckst, dann werden die Farben verschoben sein und du hast keine Chance. Also mindestens sRGB. Es gibt einen größeren Farbraum, Adobe RGB. Und eine Kamera mit RAW, RAW ist normalerweise Adobe RGB, also ein größerer Farbraum. So, selbst wenn du den nicht nutzt, die RAW-Datei hat das. Also du könntest das. Ein sehr guter Monitor kann Adobe RGB darstellen. Das können aber nicht viele Monitore und er wird schnell sehr teuer. Aber in der Regel bei guten Monitoren wird angegeben, wie viel der abdeckt. Der deckt vielleicht 90% Adobe RGB ab. Und 90 ist offensichtlich besser als 50 oder so, keine Ahnung. Also da vielleicht ein bisschen drauf achten. Beim guten Monitor, ein guter Testbericht wird das auch angeben, da wird drin stehen 100% oder 99% sRGB und 80% Adobe RGB oder sowas. Das heißt, dann kannst du Farben besser beurteilen und wenn du den dann kalibrierst, in der Regel nochmal besser. Komme ich gleich drauf. Was ist noch wichtig? Helligkeit und Kontrast und Schwarz-Weiß-Werte. Auch das, wenn du zwei Monitore nebeneinander hältst, einen guten, schlechten. Vielleicht, wenn du einen alten Laptop hast und einen guten Monitor, stell die mal nebeneinander, dann wirst du das wahrscheinlich sehr auffällig sehen. Oder wenn du einen schlechten Laptop hast und dein großer Bruder hat einen teuren Laptop, dann halt die mal nebeneinander oder so. Das ist einer der Gründe, warum die meisten Designer und Fotografen mit einem MacBook bzw. mit einem iMac arbeiten, ist der gute Monitor. Und inzwischen gibt es das bei Windows auch. Es gibt sehr gute Laptops von Windows. Aber das gab es halt lange nicht so. Lange Zeit waren die Macs halt deutlich besser auch in diesem Bereich. Auflösung und Größe. Ich habe mir einen 27 Zoll Monitor von Eiso gekauft. Ich habe zu Hause einen alten 32 Zoll. 27, 32, das ist im Preis ein sehr großer Unterschied. Ein aktueller Eiso 27 Zoll und 32 Zoll kostet 32 Zoll das Doppelte und hat dann eine höhere Auflösung. Das musst du wissen, eine richtige Einstellung, ergonomisch und so weiter. Je größer der Monitor ist, desto weiter sollte er weg sein. Deswegen so ein 15er Laptop finde ich sehr angenehmes Arbeiten, weil er sehr nah vor der Nase ist. Und den 27-Zoll-Monitor schiebe ich weiter weg. Ich will ja nicht Tennis spielen, irgendwie von oben rechts im Bild nach unten links und den Kopf bewegen müssen, sondern man sollte ja entspannter sitzen und quasi den Monitor vernünftig sehen können. Also Armlänge oder so. Gibt es Empfehlungen im Ergonomiebereich. Das heißt, ein 32-Zoll-Monitor ist besser, finde ich. Es kann gar nicht groß genug sein, so Photoshop, Lightroom und so weiter. Aber meine Empfehlung ist, so mache ich das, ich nehme halt einen zweiten Monitor. Ich stelle meinen Laptop neben den Monitor. 27 Zoll und den Laptop daneben, wenn ich mehr Fläche brauche, sodass ich quasi meine ganzen Anwendungen ein bisschen verteilen kann. Und dann kann ich sehr, sehr gut damit arbeiten. Da kann man ein bisschen Geld sparen und man kann natürlich auch ein bisschen Strom sparen. Auflösung: Mein aktueller Monitor hat nur, ich glaube, 2500 Pixel auf der langen Kante. Das ist eigentlich zu wenig. Das sehe ich, weil ich vom Mac komme, iMac und so weiter und auch der MacBook. Und das MacBook daneben hat eine viel feinere Auflösung, das sieht man. Das ist so der eine Nachteil, da habe ich lange mit mir gerungen mit dem Monitor. Ich bin auch nicht 100% zufrieden damit, dafür, dass er doch sehr teuer war. Ich hätte gerne ein paar Pixel mehr, weil ich sehe es einfach Schriften. Also das ist kein Monitor, den ich benutzen würde, wenn ich da viel dran lesen würde. Wenn ich den ganzen Tag E-Mails und so weiter mache, das mache ich sehr viel, das mache ich auf dem Laptop. Auf dem kleineren Bildschirm, weil der eine höhere Auflösung hat und ich das angenehmer finde, weil ich das gewöhnt bin, die hohe Qualität, die Apple mir da bietet. Soll keine Apple-Werbung sein. So, aber der Monitor hat in dem Fall ein paar andere Eigenschaften, komme ich gleich drauf. So, um das kurz abzuschließen, also Größe musst du selbst ein bisschen wissen, aber ich finde 27 ist so der Sweet Spot, wo der Monitor nicht super teuer ist und auch nicht super groß ist, je nachdem, wie viel Platz du hast, aber man super arbeiten kann. Das hat Apple ja auch gesagt, der iMac hat 27 Zoll und da den so viele haben, offensichtlich kann man damit arbeiten und eventuell halt einen zweiten Monitor nehmen. Meine Partnerin zum Beispiel, die arbeitet auch mit dem iMac und die hat einen, ich glaube, 19 Zoll noch daneben stehen und der ist halt quasi. Die Bilder schaut sie auf dem großen an und ihren Bericht schreibt sie in Word dann auf dem kleinen Bildschirm. Und dadurch hat sie eine gesamte Fläche, die halt eben größer ist. Das so als Randbemerkung. So, ich habe mir jetzt also einen 27 Zoll von Eiso gekauft. Ich verlinke da drauf. Der Grund dafür war, dass ich eben mein Geld primär damit verdiene, dass ich drucke. Ich drucke das Zielfotomagazin zweimal im Jahr und ich möchte natürlich Maximum an Qualität rausholen. Und mein iMac, den ich vorher hatte, war glänzend und der ist jetzt matt. Das macht schon mal einfacher. Ich finde, Druck kann nicht am glänzenden Bildschirm schlechter beurteilen als am matten. Das mag eine persönliche Präferenz sein, aber das sehe ich so.
Und das Zweite ist, der Monitor hat eine Hardware-Kalibrierung drin. Das heißt, ich kann sagen, kalibriere und dann läuft er eine halbe Stunde und dann ist er kalibriert. Und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Das ist ein ISO. Der ist speziell gedacht für die Druckvorstufe. Das heißt, die Zielgruppe dafür, das sind die Leute, die am Drucker sitzen und ihre Drucke beurteilen können. Also der ist genau dafür gemacht, was ich mache eigentlich. Dann hat der natürlich eine hohe Abdeckung des Farbraums. Vor allem hat er aber auch verschiedene Profile für Video und für Druck. Das heißt, dafür ist er ideal. Vorsichtig für Video. Ich filme in 4K, aber der Monitor kann gar nicht 4K darstellen. Das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Habe ich lange mit mir gezögert, aber gesagt, ja komm, wer hat schon 4K-Monitor? Mein iMac hatte das, der hat es jetzt halt nicht. Der zu Hause hat das aber wieder, der große 32 Zoll ISO. Von so her kann ich eine 4K-Kontrolle machen, wenn ich das möchte. Naja, whatever. Wird, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Nicht 4K an sich, sondern halt die hohe Auflösung. Aber war so ein bisschen für und wieder. Und wegen den Druckprofilen und wegen der Kalibrierung und so weiter, den ganzen Punkten, weil ich mir den 32 Zoll davon nicht leisten konnte, wollte, der 27er. So, Schlusswort. Mehrere Sachen. Erstmal die Aufforderung, mir das nicht zu glauben, sondern das wirklich auszuprobieren. Irgendwer in deinem Freundeskreis wird dir wahrscheinlich ein iMac oder sonst irgendwie einen sehr guten Monitor haben. Und sonst geh halt zum Mediamarkt. Probier das wirklich mal aus. Auch wenn du glaubst, du hast einen guten Monitor, wenn der schon ein bisschen älter ist oder vielleicht nicht mehr so state of the art, probier das aus, einfach eine Word-Seite aufmachen, ganz weiß und achte mal auf Helligkeitsverläufe. Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du es hast. Dann, wenn du mir noch nicht auf Instagram, auf den Stories folgst, mach das doch vielleicht mal. Ich bin dieses Wochenende, ich hoffe, wenn du dieses Video schaust, ist das Wochenende schon vorbei. Ich drehe es im Vorfeld. Ich hoffe, das stimmt, was ich hier sage. Ich bin am Wochenende in Recklinghausen und ich treffe da ein paar andere YouTuber. Wir machen ein bisschen Party und quatschen natürlich viel, tauschen uns aus und so weiter und so fort. Und da kommt sicherlich irgendwas Fruchtbares bei raus. Und vor allem sieht man uns mal zusammen. Kamera Cave ist zum Beispiel dabei, der macht Videofilme, und also Filme über Film und ein paar andere YouTuber aus dem Film- und Fotobereich. Riesen Gaudi. Und auf den Instagram-Stories kann man das ein bisschen live mitverfolgen. Generell auf meinen Instagram-Stories zeige ich viel Behind-the-Scenes, sage ich immer, woran ich gerade arbeite und kann natürlich auch Fragen aufgreifen fürs nächste Video oder sowas. Also da bist du immer auf dem neuesten Stand. So, ich freue mich auf viele interessante Kommentare dazu, welchen Monitor du hast, wie zufrieden du damit bist oder was du vielleicht beim Thema Monitor gelernt hast und vielleicht warum das Quatsch ist, was ich hier erzähle. Ich lerne ja auch immer gerne dazu. Mein Fazit bleibt, was ich am Anfang gesagt habe. Ein guter Monitor ist wichtiger als eine bessere Kamera. Ist eigentlich das wichtigste Werkzeug als Fotograf, ist ein guter Monitor. Und ein guter Drucker, wenn du viel druckst. Und wenn du nicht druckst, dann natürlich der Monitor. So. In diesem Sinne, ich freue mich darauf, dich nächste Woche wieder auf meinem Kanal zu sehen. Bis dahin. Tschüss.